Wir kommen jetzt zum App-Check. Wir haben auch nicht mehr viel Zeit, aber wir kommen jetzt zum App-Check. Es gibt keine Einblendungen, nichts, denn jetzt kommen wir zum App-Check. Und das bedeutet, ihr seht diesen App-Check als erstes hier bei Update Medien und dann natürlich als eigenständiges Video auf YouTube und auf derchotv.de. Denn wir werden heute eine App präsentieren, die geradewegs frisch auf dem Markt ist. Frisch heißt natürlich dann unter anderem auch, da muss ich erstmal das Kabel rausnehmen, dass wir das natürlich machen. Ich möchte auch im Übrigen auch mal zeigen, was für ein Handy ich benutze. Ich benutze nämlich dieses Samsung Galaxy Core 2, das ist mein altes Handy. Das hatte ich noch bis vor einem Jahr, bis ich mir dann ein Huawei gekauft habe. Und nein, ich mache keine Schleichwerbung, ich kriege auch dafür kein Geld. Generell kriege ich, um die Apps hier zu präsentieren, kein Geld. Ich mache das alles auf freiwilliger Basis. Ich hoffe natürlich auch, dass die Leute von SWR aktuell auch natürlich zugucken. Die App existiert erst seit dieser Woche, denn in dieser Woche hat nämlich der Südwestrundfunk, der SWR, der unter anderem in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg ist, nämlich seine Nachrichtensendungen und Na Informationsangebote in einem Namen vereint. Heißt jetzt alles SWR aktuell. Der Radiosender SWR Info heißt jetzt SWR aktuell. Die Sendungen im Fernsehen hießen vorher Landesschau aktuell. Jetzt heißen sie SWR aktuell. Und natürlich vieles andere mehr. Wir gucken uns die App natürlich jetzt mal einmal an. Dazu wollen wir jetzt auch mal auf das Handy schalten. Jetzt bitte nicht wundern. Im Übrigen, die den App-Check jetzt geradewegs also als App-Check normal sehen, bitte nicht wundern, dass ihr unten so was Grünes eingeblendet seht, weil unlogisch wäre es, wenn der Ticker eingeblendet wäre und ihr seht wie Update-Medien. Das sieht ein bisschen komisch aus und mitten in der Update-Sendung will ich ihn auch nicht ausblenden. Wird wahrscheinlich demnächst mal geben, aber dann musste ich auch den Ticker komplett abschalten. Ihr seht's, ich habe da oben die App jetzt natürlich auch gestartet. Ihr seht sie, so sieht das Ganze natürlich aus. Direkt, wenn wir die App starten, gibt es unter anderem natürlich die Infos, wo alles gibt, alle Stories gibt es natürlich hier. Hier kriegen wir natürlich, wenn wir da drauf drücken, kriegen wir Push-Benachrichtigungen. Da sind unsere Stories. Also, wenn wir natürlich sagen, diesen Artikel möchte ich gerne lesen. Hier natürlich, da sehen wir es durch seitliches Wischen, kannst du sehen, wie sich die Story bisher entwickelt hat. Also, wie so ein Ticker. Und natürlich kann man auch einstellen, aus welchem Bundesland man kommt. So kann man das machen. Wenn man die App generell schon hat, sieht es folgendermaßen aus. Man kann natürlich schön runterwischen. Man sieht diverse Nachrichten. Man sieht Schlagzeilen über Schlagzeilen. Wenn wir auf meine Stories gehen, haben wir aktuell nichts. Aktuell, so ist es lustig. Wenn wir oben links sehen, oben links die drei Striche natürlich, ist klar das Menü, die Nachrichten-Stories, wo wir geradewegs drauf waren, das Wetter, Verkehr, SWR aktuell sehen und SWR aktuell hören. SWR aktuell sehen bedeutet, dass wir natürlich auf die jeweilige Sendung drauf gehen. Also bedeutet entweder Baden-Württemberg oder Rheinland-Pfalz. Da müssen wir jetzt nicht, sagen wir mal, ein bisschen mehr darauf eingehen, weil das auch nichts bringt. Ich würde auch wahrscheinlich sagen, der SWR würde auch ein bisschen böse sein. Wenn wir auf SWR aktuell hören gehen, startet sofort, das habe ich jetzt kurz mal schnell ausgemacht, startet sofort der Radiostream des Nachrichtenradiosenders SWR aktuell, der noch vor einer guten Woche, so könnte man das sagen, SWR Info hieß. Und mehr gibt es auch nicht. Dann natürlich den Verkehr. Dort gibt es alle Meldungen hier groß und schön aufgelistet. Beispielsweise die Autobahn 1, die ja auch hier bei uns Nordrhein-Westfalen durchgeht. Da sieht man es auch. Aber das Schönste dabei auch, man sieht auch noch die älteren Meldungen. Also hier beispielsweise vom 20. Januar 1929. Also es ist schon 2 Wochen her, müsste man so sagen. Hier natürlich eine Frische. Vor unserer Aufzeichnung passiert 10:55 Uhr. Das ist natürlich auch dabei. Beim Wetter, sieht das auch, das gefällt mir geradewegs beim Wetter. Jetzt habe ich GPS nicht eingestellt. Das ist leider jetzt ein bisschen schade, aber ich gebe mal einfach mal einen Ort ein. Und zwar nämlich den Ort, wo der DerchoTV natürlich zu Hause ist. Ne? Ich wollte jetzt nicht, ja, hier hatten wir das doch. So, hier, zack. Da haben wir es, Schöpp, Ingen. Da muss ich mal hin. Schöpping, genau. Gibt ja manchmal wirklich raus. Hier Schöppingen in Deutschland. Und dann wird das Wetter aktualisiert. Und da sieht man es. Leichter Schneefall, Niederschlagsrisiko 90%. Und es schneit auch draußen wie Sau. Ich finde es auch schön, wie der Schnee hier dargestellt wird als X anstatt die so schönen Schneeflocken. Aber wahrscheinlich wird das mit dem Update irgendwann geben. Wenn wir runterscrollen, sehen wir natürlich als erstes hier. Da müssen wir so gehen. Morgens, mittags, abends und nachts natürlich. Wenn wir nach oben gehen, sehen wir für die nächsten 3 bis 4 Tage halt. Und das ist auch gut. Ihr könnt das Ganze auch über euren GPS laufen lassen und mehr auch nicht. Wir gehen mal auf Nachrichtenstories zurück.
Und drücken natürlich dann auch hier drauf. Du möchtest Nachrichten über die Push-Meldungen benachrichtigt werden. Das heißt, wir kriegen hier Push-Meldungen. Jetzt haben wir das natürlich auch hier zu sehen. Anklage gegen Ingenieur erhoben, Prüfplakette-Skandal. Und so sieht dann das Ganze als Artikel aus. Hier gibt es natürlich wie immer das Teilsymbol. Wir sehen es, Facebook, Twitter und so weiter habe ich auf diesem Handy ja nicht installiert, weil ich es ja nicht benutze. Und hier seht ihr dann natürlich in großer Schrift, wie das Ganze dann natürlich auch ausschaut, wie das Ganze geschrieben wird und. Videos gibt es auch. Das sehen wir dann hier mit dem Symbol mit einer Kamera. Wenn wir draufklicken, dann gibt es da das Player-Symbol. Da müssen wir jetzt auch nicht draufgehen. Und natürlich auch hier immer wieder auch schön zu sehen, wie das Ganze dann auch schön funktioniert. Gehen wir in dem Menü weiter nach unten, was ihr hoffentlich seht. Dann seht ihr Einstellungen natürlich. Dort könnt ihr die Push-Benachrichtigung einstellen. Die Allmeldung könnt ihr einstellen. Ihr könnt ein Bundesland wählen, wie schon gesagt, Rheinland-Pfalz oder Baden-Württemberg, weil es ja vom Südwestrundfunk ist. Jetzt bin ich zu weit zurückgegangen. Den Nachtmodus könnt ihr einstellen, wann ihr keine News bekommen sollt, keine Statistiken oder Kontaktdaten merken. Das muss auch nicht sein. Natürlich auch Feedback, Datenschutz und Impressum. Ihr seht es, die SWR-Redaktion in Baden-Württemberg macht das. Und hier steht direkt, wie wir das Ganze dann natürlich per E-Mail direkt versenden und natürlich auch die Datenschutzregelung, die auch immer wieder nötig ist. Das ist die SWR aktuell App, jetzt im Download, jetzt per Download natürlich auch für Google Play, also für Android und iOS, kostenlos natürlich für die, die in Baden-Württemberg oder Rheinland-Pfalz wohnen oder die einfach mal nur gerne mal so eine Nachrichten-App gerne haben wollen, jetzt natürlich im Download natürlich, zum Download selbstverständlich bereit, in eurem App Store des Vertrauens. Eine Tablet-Version gibt es noch nicht, damit gehe ich jetzt auch natürlich hier raus. Und weise auch darauf hin, dass wir unten in der Videobeschreibung bei Update, also wenn ihr dieses Update-Video guckt, eine Frage, die Fragen natürlich zusammengefasst haben. Nicht wir, sondern die Redaktion vom SWR natürlich, von SWR aktuell. Das heißt auch nochmal gesagt, sonst natürlich dann im App-Check-Video gibt es unter dem App-Check-Video dann generell den Download für Android und iOS. Damit sind wir auch am Ende.